Die Angst nach dem Sony-Hacker-Angriff ist bei vielen Usern immer noch vorhanden. Daher baten wir Herrn Stefan Wesche von Norton, unseren Hörern noch einmal ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg zu geben. Genau, also was jetzt den Sony-Fall angeht, ist es eigentlich so wie bei allen anderen Fällen auch, wo jetzt da eben durch Hackerangriffe geklaut wurden. Das heißt, wenn man betroffen ist von einem Hackerangriff und man hat das Gefühl oder man weiß mit Sicherheit, dass eben Daten in die falsche Hände gelangt sind, muss man natürlich ganz klar vorgehen. Das heißt, man ändert erstmal seine ganzen Passwörter auf ein neues, sicheres Passwort. Dann, wenn eben bei diesen gestohlenen Daten auch Kreditkarten oder Kontonummern dabei sind, dann sollte man natürlich hier die Bank informieren. Bei Kreditkarten und auch bei den Kontoauszügen sollte man die überwachen und gegebenenfalls, wenn man merkt, irgendwas scheint hier nicht in Ordnung zu sein, auch die Kreditkarte zum Beispiel sperren zu lassen. Man kann zum Beispiel auch überlegen, ob man noch eine neue E-Mail-Adresse sich anlegt, wenn das denn eine Option ist. Das heißt, man kann die alte abmelden und eine neue E-Mail sich erstellen und kann zum Beispiel auf dem Weg auch Spam aus dem Weg gehen. Muss im Zweifelsfall natürlich jeder selber abwägen, was man hier jetzt machen kann. Aber das Wichtigste ist einfach, ein wachsames Auge zu haben auf all die Kommunikationsmöglichkeiten, E-Mail und aber auch die Konten und Kreditkarten.